Servus Camper, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt lange auf das Video warten müssen. Viele haben ja aufgrund der anderen Notstromgeneratoren-Videos gesagt, Mensch, schau dir mal die EcoFlow, den Smart-Generator an, und das mache ich jetzt zusammen mit euch. Und wir schauen uns das relativ genau an. Wir fangen also direkt jetzt mal an, wenn wir ihn geliefert bekommen. Öl nachfüllen, was da alles so gemacht werden muss. Vorneweg kurz, was ist der EcoFlow Smart-Generator für alle, die ihn noch nicht kennen? Das ist letztlich ein Notstromaggregat, das einen ganz, ganz besonderen entscheidenden Vorteil hat und somit Alleinstellungsmerkmal ist. Also was gab es bisher nicht. Der hat nicht nur eine Ladung über 230 Volt, dass man also zum Beispiel seine Geräte damit anstecken kann und aufladen kann, sondern auch eine DC-Ladung. Das heißt, der kann mit Gleichstrom laden und zwar in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, zum Beispiel so eine EcoFlow Max oder auch eine Pro. Also ein Kabel hier mitgeliefert wird. Das heißt, wir können relativ verlustarm dadurch auch zum Beispiel eine Powerstation nachladen. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ab in die Garage und füllen mal die Betriebsstoffe wie das Öl auf und dann schauen wir weiter, wie das Ganze so funktioniert. Eigentlich alles, was wir brauchen, wird uns an Werkzeugen mitgeliefert. Das heißt, wir haben hier einmal einen Schraubenzieher, oder Schraubendreher besser gesagt, den kann man umdrehen zwischen Kreuz und Schlitz und somit können wir dann einmal die Seitenverkleidung öffnen und kommen dann auch an die Ölbefüllung jetzt in dem Fall. Das ist das, was wir jetzt als erstes mal brauchen. In der Bedienungsanleitung steht genau drin, welches Öl wir auch brauchen. Ich habe für euch so einen kleinen Praxistipp. Nehmt eine alte Plastiktüte, stülpt die da rum, dann habt ihr nämlich keine Sauerei beim Einfüllen. Und wenn Öl daneben läuft, läuft es in die Plastiktüte und eben nicht in den Generator. Das ist also sehr wichtig, weil dann bleibt er eben auch innen sauber. Das heißt, als allererstes nehmen wir den Öl. Messstab eben raus, der gleichzeitig der Öldeckel ist. Mitgeliefert wird hier dieser Trichter zum Befüllen mit dem Schlauch. Den brauche ich jetzt nicht, weil mein Öl hat hier schon so einen, ja, Einfüllstutzen. Das heißt, kann man jetzt hier zum Beispiel entweder mit dem mitgelieferten Schlauch dann machen, das Ganze einfüllen oder wie jetzt in meinem Fall auch schon direkt hier über die, ja, über das Teil, was eben an dem Öl Einfüllstutzen mit dran ist. Gut, am Ende dann bitte einfach nochmal schön alles sauber machen, damit nichts rausläuft, weil ihr habt gesehen, ein bisschen was ist daneben gegangen und somit haben wir das jetzt eben in der Plastiktüte und können es dann entsprechend richtig entsorgen. Dann einfach nochmal eine Plastiktüte drüber und den Ölmessstab einmal reinstecken, nicht reindrehen, sondern nur reinstecken und dann könnt ihr eben sehen, habt ihr genügend aufgefüllt, passt das alles, ne? Dann könnt ihr es da so kontrollieren und am Ende schraubt ihr das Ganze einfach nochmal fest zu. Und wir haben jetzt keine Sauerei, der Generator schaut von innen immer noch sauber aus und ist nicht voll Öl. Ein bisschen was geht halt dann doch daneben. Das ist halt einfach so, lässt sich nicht vermeiden. Ja, dann müssen wir noch den Akku anstecken. Das ist auch ein Lithium, eine Lithiumbatterie, ein Lithium-Akku, der da drin ist, der eben dann zum Starten vom Motor da ist, zum Elektrostart und dass er sich auch eben mit dem WLAN verbinden kann, wenn der Generator nicht läuft, wird einfach angesteckt. Wartung machen wir zwar wann anders, aber ich zeige es euch hier auch nochmal. Man kann also zum Beispiel auch den Akku tauschen, wenn da mal was wäre, kann man einfach selber rausnehmen und eben einstecken. Das haben wir ja gerade gesehen. Und somit spart man sich da dann auch irgendwie einen Service. Hier sieht man jetzt auch noch zum Beispiel die Ablassschraube vom Vergaser. Da kommen wir aber dann im extra Wartungsvideo dazu und einfach mal, dass ihr es nochmal gesehen habt, hier zum Beispiel, wie schnell man auch so einen Ölfilter wechseln kann. Man schraubt es einfach auf, Luftfilter, sorry, Luftfilter wechseln kann. Oder hier zum Beispiel Zündkerze, da kommt man auch hin mit dem mitgelieferten Zubehör und kann die zum Beispiel auch austauschen. Man sieht auch hier zum Beispiel ist gedämmt und es sind lauter so kleine Lupsis da, was auch nicht bei allen Aggregaten ist. Das heißt, wenn wir das Ganze hier wieder einsetzen, haben wir da den Vorteil, dass es nicht nur durch die beiden Schrauben unten gehalten wird, sondern eben auch einrastet außenrum. Und somit auch relativ stabil ist. Nur am Ende schrauben wir das Ganze wieder zu, weil Öl haben wir jetzt aufgefüllt. Das ist schon mal der wichtigste Betriebsstoff. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Benzin. Ihr seht es auch hier gleichzeitig mal in der Anzeige unten, die bewegt sich dann. Weil wir haben ja auch so eine Benzinanzeige, die auch in der App dann anzuschauen ist. Das mache ich jetzt hier mal im Schnelldurchlauf für euch. Aber ihr seht, die steigt dann ein bisschen. Die braucht am Anfang ein bisschen, bis sie sich richtig einläuft. Aber dann ist die echt genau. Komme ich aber eh dann nochmal dazu. Genau, und dann könnt ihr aber auch von oben sehen, ohne Anzeige, bei dem roten Rand, wenn man bis dahin auffüllt und nicht drüber, dann ist der Generator quasi voll. Und hier sieht man auch vom Ablauf, wenn man doch mal was verschüttet,
läuft es quasi außenrum ab und läuft nicht in den Generator. Ich mache mal hier den Gummi weg, dass ihr es seht, sondern läuft auch nach außen. Sieht man so ein bisschen Licht durchscheinen dann ab, wenn es wirklich wäre. So, wir schauen uns den Generator jetzt mal an, auch im Betrieb. Das heißt, zunächst müssen wir den Hauptschalter umlegen, der auch gleichzeitig Benzinhahn ist. Und dann geht auch schon das Display an, weil wir haben ja eingebauten Akku. Na, der hat ja auch einen E-Start, also kann elektrisch starten über die App oder wenn die EcoFlow das verlangt und so weiter oder halt der Seilzug. Das schauen wir uns gleich an. Erstmal das Display blende ich euch jetzt mal aus der Nähe ein. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite die Restlaufzeit, also wie lange quasi der Generator laufen kann. Der zeigt jetzt gerade 99 an, weil er einfach nicht läuft. Ja, aber wenn er dann läuft, zeigt er das an und rechnet das aus, so mit dem aktuellen Strombedarf, sage ich mal, wie lang da noch die Restzeit ist oder was aktuell dranhängt. Daneben haben wir dann die 100% in dem Fall, das ist die Tankanzeige und die ist auch erstaunlicherweise sehr genau. Also das konnte ich jetzt schon rausfinden. Die zeigt es wirklich, wirklich genau an, aber dazu dann in den späteren Tests auch nochmal mehr. Dann haben wir auf der rechten Seite noch einmal die Betriebsstunden und einmal, wie viel Leistung gerade von dem Generator abverlangt wird. Das heißt, wir haben nicht wie bei manchen nur einfach eine Lampe, die sagt, okay, ist zu viel, sondern ich kann hier auch immer schauen, wie viel geht tatsächlich raus. Ja. Dann haben wir unten drunter, haben wir einmal einen CO-Alarm und das ist eine extrem coole Sache, weil das quasi kein Generator, den ich kenne, irgendwie so in dem Bereich eingebaut hat. Das heißt, wenn jetzt der Generator irgendwo steht, wo die Belüftung nicht in Ordnung ist und der CO-Melder sagt quasi, das ist nicht in Ordnung so, dann schaltet sich der Generator aus Sicherheitsgründen aus, das Marktgenerator. Und das ist echt ein cooles Feature, was auch teilweise mal vielleicht ein Leben retten kann, wenn jemand den dummerweise irgendwie wo aufstellt, was halt mehr in Richtung Raum geht oder Garage oder sonst wie und das nicht richtig belüftet, dann schlägt der CO-Melder an. Das werden wir auch in dem anderen Video dann mal ausprobieren. Ab wann der anschlägt und so weiter, weil das finde ich eine ganz coole und wichtige Funktion. Dann haben wir als nächstes eine Ölwarn-LED. Der schaltet sich also auch aus, wenn jetzt zu wenig Ölstand da drin ist, weil manchmal kann man vielleicht vergessen, das Öl zu kontrollieren, gerade wenn der mehr läuft und auch vielleicht mal selbstständig an und ausgeht. Je nachdem, wie man den konfiguriert hat, dann ist das natürlich eine ganz coole Sache. Das hat aber fast jeder Generator. Also das ist nichts Außergewöhnliches, aber es ist eingebaut und das ist natürlich praktisch. Weil das schützt den Motor halt auch einfach davor, bei Ölmangel dann gegebenenfalls kaputt zu gehen. Dann haben wir zusätzlich in der Mitte jetzt hier den Knopf, den wir am meisten brauchen. Das ist der E-Start, also Elektrostart. Das heißt, wenn wir den betätigen, dann springt der Generator an. Darüber kann er dann eben die Leistung irgendwo zur Verfügung stellen, die man braucht. Und dann können wir hier noch, haben wir noch einen AC-Ausgang, den wir schalten können. Das heißt, einen ganz normalen, standardmäßigen Schuko-Wechselstrom. Ausgang quasi eine Steckdose, eine Schuko-Steckdose, wie man es von zu Hause kennt, über die man dann irgendein normales Gerät anstecken kann, weil der Smart-Generator ist ja nicht nur zum Laden von so einer EcoFlow Delta Max oder Pro gedacht, sondern ich kann den ja auch als ganz normales Notstromaggregat eben verwenden. Und dafür ist eben die Steckdose da. Achtung, da kommt ein IT-Netz raus, so wie bei jedem Inverter-Aggregat. Das heißt, kann man nicht ohne weiteres ins Haus einspeisen, muss man also gucken. Gilt für die Powerstation auch, aber da verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung ein Video, habe ich dazu gemacht, was es da zu beachten gibt. Aber wie gesagt, wir haben hier eine normale Steckdose, wo wir einen Heizlüfter oder was auch immer anstecken können. Und daneben haben wir, also in der Mitte, haben wir jetzt hier noch die Erdungsschraube sozusagen, damit wir den Generator erden können. Das kommt dann im zweiten Teil des Videos, worauf man da achten muss. Und haben daneben dann eben diesen DC-Ausgang. Das heißt, warum dieser Generator so toll ist, weil er eben die DC-Ladung machen kann, also auf Gleichstrom direkt in die Powerstation laden und wir dadurch halt weniger Verluste haben, wie wenn man ein anderes Notstromaggregat nimmt und den Schuko-Stecker einsteckt und dann zum Beispiel in die EcoFlow steckt. Da muss das Ganze quasi erstmal hier hochkommen auf 230 Volt, geht dann da rein, 230 Volt wird runtertransformiert, also von 230 Wechsel auf eine gewisse Voltzahl Gleichstrom, da hat man ziemlich viele Verluste und das ist eben das Tolle dabei, dass ich mit diesem Kabel hier die beiden verbinden kann und dann eben effizienter laden kann. Aber das sehen wir dann gleich, wie effizient das ist, weil das habe ich natürlich ausprobiert. Genau, und wenn wir dann starten wollen, letztlich, wie gesagt, Hauptschalter ist hier an, dann müssen wir natürlich auch noch hier oben diese Entlüftungsschraube sozusagen öffnen, damit der auch
weil das Benzin kommt ja irgendwo raus, muss der Luft nachströmen, das Ganze hier dann gewährleistet ist und dann können wir den Generator schon starten. Eine Startmöglichkeit ist über diesen Seilzugstarter. Wenn quasi die Batterie zum Beispiel leer ist und der nicht mehr mit dem Elektrostart starten kann, haben wir also diese Möglichkeit auch noch. Hat auch nicht jedes Aggregat, weil es gibt Elektrostartaggregate, die eben dann keinen Seilzugstarter mehr haben und dann steht man schlecht da, wenn die Batterie leer ist. Kann bei dem jetzt insofern nicht passieren, weil ich ihn immer noch per Hand starten kann. Die andere Möglichkeit, wie gesagt, der Startknopf in der Mitte, der über den E-Start geht. Und dann haben wir noch zwei weitere Startmöglichkeiten. Und zwar zum einen können wir den per App starten, was natürlich auch ganz cool ist. Und im Vergleich oder Zusammenhang mit der EcoFlow Delta Max oder Pro, wenn die verbunden sind, kann ich auch in der App einstellen, ab so und so viel Prozent sollst du jetzt anspringen und nach so und so viel Prozent sollst du wieder ausgehen. Und das ist das Ganze, was dieses System so cool macht, weil es eben ineinander greift und zusammen im Smart, wie der Name schon sagt, eben funktioniert. Und das ist das Tolle. Dazu ein Beispiel. Die EcoFlow Power Station wird über Solar geladen. Ja, so soll es ja eigentlich auch sein, weil wir wollen ja den Generator mehr für Notfall haben und nicht um ausschließlich damit zu laden. Jetzt können wir dann zum Beispiel in der App einstellen, okay, ich möchte, dass du über Solar das ganze Ding immer voll lädst, bis auf 100%. So, und jetzt, wenn aber vielleicht wie heute ist ein bewölkter Tag oder im Winter, es kommt nicht genügend Solarleistung rein, dann können wir in der App einstellen, okay, ab, sagen wir mal zum Beispiel 10% Restkapazität von der EcoFlow soll der Smart Generator anspringen und soll bis 50% laden und dann wieder ausgehen, weil wahrscheinlich am nächsten Tag dann die Sonne wieder scheint. Also versteht ihr? Das Ganze genau natürlich dann nochmal im Extra-Video, aber nur, dass ihr so versteht. Das ist die Möglichkeit, warum das ganze System eben so smart ist. Und jetzt würde ich sagen, starten wir das Ganze mal in echt. Wir verbinden jetzt einmal die EcoFlow zusammen mit dem Smart Generator. Die werden dann auch gegenseitig erkannt. Und es passiert erstmal nichts. So, warum passiert nichts? Weil ich das so eingestellt habe in der App. Ich blende euch die jetzt hier in der Mitte mal ein, was ich jetzt auf dem Smartphone sehe und erkläre euch das Ganze jetzt mal. Also wir haben einmal angezeigt die Delta Max mit 38% Batterie, quasi, die noch drin ist und den Smart Generator mit 100%. Und da sehen wir eben, okay, der hat volles Benzin. Und was jetzt auch spannend ist, weiß nicht, ob ihr das jetzt oben seht, ich bin jetzt über LTE verbunden. Das heißt, ich bin jetzt nicht im WLAN hier zu Hause, aber die Delta Max und der Smart Generator sind im WLAN. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Also man kann das auch direkt mit dem Handy verbinden, aber ich kann jetzt quasi auch quasi theoretisch aus der Ferne zum Beispiel sehen, wie voll ist meine Power Station. Aber das nur so erwähnt, das kommt dann zum Delta Max Video. Wir gehen jetzt in den Smart Generator rein, in die Einstellungen und sehen hier die Entladegeschwindigkeit. Das ist ein bisschen komisch übersetzt, also quasi wie schnell er Wasser reinpumpen soll. Das heißt, wir können jetzt hier die Wattanzahl einstellen. Wir bleiben jetzt mal bei Vollgas, 1800 Watt wollen wir da reinpumpen. Und wir können uns auch gleich noch die Wartung anschauen, also zur Wartung selbst. Ich mache zu der App ein eigenes Video, aber da sieht man zum Beispiel hier, was ist durch mich selbst machbar. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Motorölwechsel und sagt, okay, nach so und so viel Stunden, du hast erst so und so viele Stunden. Wann die letzte Wartung war, das kann man, aber das schauen wir uns in der App dann direkt ein, nur dass ihr es mal gesehen habt. Und ja, mehr brauchen wir jetzt hier quasi eigentlich gerade gar nicht. Nur dass ihr eben gesehen habt, man kann die Entladegeschwindigkeit, also wie schnell der laden soll, auch hier einstellen. Gehen wir mal auf die EcoFlow und da sehen wir jetzt, die ist wie gesagt zu 38% gefüllt. Wenn wir jetzt in die Einstellungen gehen, habe ich jetzt hier eine Einstellmöglichkeit, automatisches Ein- und Ausschalten des Smart Generators. Und da kann ich jetzt zum Beispiel damit spielen, dass ich sage, okay, du sollst zum Beispiel ab 30% anspringen und um 50% ausgehen. Wir machen jetzt mal auf 0%, dass der sich quasi automatisch einschaltet. Wenn der die 0% erreicht hat, beziehungsweise was jetzt sinnvoller ist, wir nehmen die 30% und sagen, er soll auf 50% vollladen, bestätigen das Ganze. Na, das heißt, hat er jetzt unter 30% Kapazität, würde er jetzt anspringen. Da das aber nicht der Fall ist, muss er jetzt nicht anspringen. Genau, das macht er dann automatisch. Wir können den Generator aber auch direkt über die App starten. Das heißt, wenn wir in den Smart Generator reingehen, haben wir hier die Möglichkeit, wische zum Starten des Motors. Das mache ich jetzt einmal. Ich wische hier rüber. Und ihr hört, der springt quasi an und lädt jetzt
Das können wir auch sehen. Hier im Ausgang gehen jetzt die Watt hoch, lädt ja das Ganze quasi auf. Ich habe ihn jetzt über die App auch mal wieder ausgeschaltet, weil ich nicht weiß, ob ihr mich dann jetzt noch versteht. Einen Signaltest, also wie laut das Ganze ist, machen wir dann gleich im Anschluss. Aber einfach mal, damit ihr versteht, wir können also aus der App ein- und ausschalten und können eben auch in der Power Station sagen, von wann bis wann soll der Generator anspringen und je nach Aucht wieder ausgehen. Natürlich ist ein Starten, wie gesagt, auch über den Seilzugstarter möglich, das heißt anziehen. Und der Generator läuft. Oder eben, wie gesagt, hier über den Hauptschalter, das habt ihr ja schon gesehen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich bin jetzt mal einige Meter weggegangen, damit ihr mich einfach vom Mikro dann auch noch verstehen könnt. Wir haben jetzt hier auch einen Heizlüfter mit angeschlossen und das ist eine ganz spannende Sache, weil wir können hier im Smart-Generator nämlich einstellen, möchten wir den Wechselstromeingang nehmen oder nicht. Das heißt, ich starte jetzt einfach mal den Generator. So, weiß nicht, ob ihr es jetzt im Hintergrund noch hört am Mikrofon. Und wir sehen jetzt, er hat jetzt direkt schon mal einen Ausgang hier über Wechselstrom von 1600, 1700 Watt, die jetzt der Heizlüfter gerade braucht. Wenn wir jetzt mal rüberschauen in die Delta Max, da kommen jetzt nur noch 314 Watt an, das heißt, oder 370 Watt, ja. Das heißt, er bevorzugt den Wechselstromausgang. Das ist auch gut so und soll auch so sein. Was ich da anstecke, soll natürlich erst geladen werden und dann der Rest. Schalte ich den jetzt wieder aus, über die App zum Beispiel, den Wechselstromausgang, dann sehen wir, okay, der bringt jetzt trotzdem 1700 Watt, weil die liefert er uns jetzt hier, nämlich in die Delta Max. Das heißt, jetzt nochmal kurz erklärt, damit ihr das versteht, was ich jetzt hier kurz gesagt habe. Der hat ja einen ganz normalen Schoko-Stecker eben, wie gesagt, wo ich auch andere Geräte anstecken kann. Ich habe jetzt mal hier einen regelbaren Heizlüfter genommen, einfach mal um das darzustellen. Und was passiert ist, nochmal kurz im Detail, wir haben ja zeitgleich auch die Delta Max angeschlossen, weil die wollen wir eigentlich laden. Ja, so. Und jetzt ist es aber so, dass der priorisiert diesen Ausgang, anders wäre es ja auch technisch gar nicht möglich. Was bedeutet, habe ich jetzt hier irgendein Gerät, was gerade schnell viel, viel Strom frisst, was ich direkt über den Smart Generator speisen will, nimmt er alles, was übrig ist und pumpt es noch in die Delta Max mit rein. Das heißt, man kann da ziemlich weit denken, aber das kommt dann, wie gesagt, in dem anderen Video, da komme ich dann am Ende nochmal dazu, weil man das Ganze auch per App steuern kann, ist das eine ganz, ganz coole Sache, weil ich über diesen geschalteten Ausgang vieles Interessantes anschalten kann oder ausschalten kann, wenn ich es zu einer gewissen Zeit brauche und ansonsten pumpe ich halt meine Leistung in die Powerstation rein. Was jetzt euch wahrscheinlich ganz besonders interessiert und mich auch interessiert hat, aber ich weiß es schon, ihr auch gleich, wie lange dauert es denn, bis ich so eine Powerstation damit wieder vollkriegen kann und wie viel Sprit verbraucht es? Weil das ist ja gerade das Interessante, dass wenn ich sage, okay, ich habe vielleicht nicht genügend Solarleistung und genau deshalb habe ich mir diesen Smart Generator zugelegt, um dann zu wissen, wie viel Sprit brauche ich eigentlich, um die Kiste wieder voll zu kriegen. Und das schauen wir uns jetzt an. Das hat mich jetzt persönlich am meisten interessiert, wie lange dauert es, die 2 kW wieder voll zu laden. Also Powerstation ist jetzt leer. Wir starten jetzt quasi bei 0, haben jetzt ein paar Sekunden und da sehen wir jetzt, der Generator ist jetzt angesprungen und so langsam steigt die Wattzahl, wenn ihr es jetzt erkennen könnt, zum Beispiel in der Powerstation und werden dann jetzt hier, wird jetzt mit ordentlich Leistung quasi geladen. Das Ganze jetzt natürlich dann im Schnelldurchlauf 1 Stunde 40 Minuten hat es gedauert zum Vollladen und ich messe jetzt gleich direkt mal, nachdem der Smart Generator sich automatisch ausgeschaltet hat, die Powerstation, die hat so um die 30 Grad, also Außentemperatur jetzt am Gehäuse. Der Smart Generator selber, der liegt so, ja, um die zwischen 30 und 40 Grad, ist also vollkommen in Ordnung. Und hinten am Auspuff natürlich, werden wir gleich sehen, ziemlich heiß, aber das ist klar, weil der ist auch jetzt 1,5 Stunden mit Vollgas gelaufen. Das heißt, da Vorsicht, dass man sich nicht verbrennt natürlich. Das Ganze ist aber auch recht gut geschützt. Sehen wir jetzt also, haben wir hier ja,
gute 122 Grad. Und selbst nach so einer guten halben, dreiviertel Stunde haben wir immer noch 60 Grad. Also bitte das ganze Teil nicht irgendwo dann an irgendwas Brennbares ranstellen, weil es braucht natürlich zum Auskühlen. Was jetzt natürlich auch noch total spannend ist, wie viel Benzin haben wir jetzt verbraucht, um unsere 2 Kilowattstunden Delta Max jetzt wieder vollzuladen. Und ich habe da ein bisschen was verschüttet beim Einschütten, weil das ist nicht ganz so einfach mit dem Messbecher jetzt hier gewesen. Deswegen kamen wir am Ende, also ich mache es jetzt hier mal im Schnelldurchlauf eben, kamen wir am Ende auf eine Anzahl von gut 2 Litern, also ganz genau 2,1 Liter, aber ich würde mal realistisch sagen, ohne mein Verschütten ungefähr 2 Liter für die 2 Kilowattstunden. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal ausrechnen und mal grob überschlagen, können wir sagen, eine Kilowattstunde nachladen braucht ungefähr einen Liter Benzin. Das heißt, wenn wir 20 Liter Benzin zum Beispiel lagern dürften in einer Garage, also das kommt immer ein bisschen darauf an, wo ihr herkommt und wie da die Regelungen sind. Bei uns sind es jetzt zum Beispiel ein 20 Liter Kanister, den ich jetzt lagern dürfte. Dann könnte ich daraus zum Beispiel 10-mal die Delta Max, also die 2000er, die ich jetzt hier habe, könnte ich die 10-mal komplett vollladen. Und das ist natürlich eigentlich schon eine ganz gute Leistung, wenn man sagt, wenn man auch ein bisschen an den Notfall vielleicht denkt, weil dann kann man tatsächlich, wenn man kommt mit einer Ladung, das seht ihr in dem Video dann zu Delta Max, das ich mache, da brauche ich aber noch ein bisschen dazu, weil die teste ich ganz, 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 ganz extrem. Wir haben schon Wäsche gewaschen und alles mit 60 Grad. Aber da, wie gesagt, gibt es ein anderes Video. Aber man guckt, man kann tatsächlich, also könnte man sagen, die 10-mal komplett vollladen, weil man rechnen kann, eine Kilowattstunde nachladen ungefähr einen Liter. Was euch jetzt hier vermutlich am meisten interessieren dürfte, ist auch noch die Lautstärke. Und wir vergleichen jetzt auch mal die Lautstärke mit einem Honda Notstromaggregat, also den 20i. Den kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Einfach, dass ihr mal so einen Vergleich habt. Ich habe hier diese kleinen blauen Pylonen aufgestellt. Das sind jeweils 2 Meter. Das heißt, zuerst schauen wir uns das Ganze mal im Leerlauf an, also wenn wirklich nichts dranhängt bei dem Eco-Mode. Und dann hängen wir den Heizlüfter dran. Der hat, ist die Linie, ich glaube 1500 Watt. Jetzt mal genau in der großen Stufe 1500 Watt. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze sich dann darschlägt. Ich nehme jetzt mein Mikro mal raus und schalte mal direkt ohne irgendeine Tonunterstützung das Mikro der Kamera ein, weil dann könnt ihr es euch ungefähr auch mal vorstellen. Also los geht's. Nach 2 Metern 70 Dezibel. Nach 4 Metern 63, nach 6 Metern 58, nach 2 Metern, nach 6 Metern, 64. Das heißt, man muss hier ganz klar sagen, dass der Honda-Generator zum Beispiel 6 dB leiser war. Jetzt ist die Frage, woran liegt es? Und das kann man sich relativ einfach erklären. Dadurch, dass der EcoFlow-Generator einen anderen Motortyp drin hat und eine bisschen höhere Drehzahl arbeitet, ist der einfach in dem Bereich so jetzt ein bisschen lauter. Aber das ist auch in dem Fall nicht weiter schlimm, weil es ist kein wahnsinniger Unterschied. Und man muss auch sagen, lädt er im DC-Modus.
ist die Drehzahl hier in dem Bereich, wenn man jetzt das mit der Wattzahl vergleicht, auch ein bisschen geringer und somit ist er da auch wieder ein Ticken leiser. Nur als Anmerkung. Ja, das ist ein richtig cooles Teil, der Smart Generator von EcoFlow, oder? Ihr habt ja jetzt schon einiges gesehen, aber das geht natürlich noch weiter. Also ich möchte euch mal grundsätzlich noch sagen, hier steht ja ein Benzinkanister und eine Gasflasche. Warum ist das so? Ganz einfach. Meinen Smart Generator, den ich jetzt habe, den kann man rein mit Benzin betreiben. Es gibt aber mittlerweile auch schon einen baugleichen Smart Generator, auch von EcoFlow. Das schaut auch genauso aus. Der hat nur auf der Seite noch ein Loch. Und da kann man eben einen Schlauch anstecken für eine Propangasflasche. Und das hat auch einen entscheidenden Vorteil, weil wir Camper haben ja in der Regel auch Gas dabei. Das heißt, ich kann ihn auch per Gas betreiben und der Vorteil von Gas ist einfach, ich kann es auch besser lagern, weil es geht mir nicht kaputt. Bei Benzin ist es ja so, das hat ja nur eine begrenzte Haltbarkeit und man darf auch nur begrenzt zum Beispiel Benzinkanister bei sich zu Hause jetzt in der Garage zum Beispiel lagern. Ist bei Gas zwar auch nicht anders, aber ich habe ja in der Regel auch im Wohnmobil zum Beispiel 2 11-Kilo-Flaschen dabei und kann damit also viele, viele, viele Male zum Beispiel so eine Powerbank, egal ob es ist die EcoFlow Delta Max oder Delta Pro ist, eben aufladen und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Was ich jetzt auch noch mit dazu erwähnen möchte, es geht natürlich weiter mit dem Test. Das war jetzt nur mal eine grobe Vorstellung von dem Gerät, was so möglich ist, wie laut das so ist im Vergleich zu anderen Geräten. Aber interessant ist natürlich der tatsächliche Dauereinsatz in Anführungsstrichen. Deswegen gibt es dann dazu noch mal ein Video zusammen mit der Delta Max. Einfach wie die so, sich so zusammenschlagen. Auch über den Winter, quasi jetzt mit Solarladung, zusätzlich Restladung, die über Solar nicht reinkommt, über den Smart Generator, wie so das Zusammenspiel über mehrere Monate auch ist. Das heißt, wenn euch das interessiert, abonniert gerne den Kanal, weil da gibt es, wie gesagt, dann nochmal ein Erfahrungsvideo, aber erst dann, wenn ich wirklich richtige Erfahrungen damit gesammelt habe. Das heißt, das werden wir irgendwann im späten Frühjahr dann wahrscheinlich haben, weil mich auch interessiert, wie oft muss der überhaupt tatsächlich laufen und wie weit komme ich vielleicht im Winter auch mit der Solarladung hin. Aber dadurch, dass das Ganze ja so smart, wie der Name schon heißt, eben auch verbunden werden kann und auch über die App gesteuert werden kann, wird es recht spannend, wie das Ganze so funktioniert, auch wie das mit dem Kaltstart ist und so weiter und so fort. Und auch mit der Wartung, weil das ist ja auch ein Punkt, den man sich ja in der App zum Beispiel auch anschauen kann. Das habt ihr auch schon gesehen. Kann man die selber machen? Wie weit kann man da was selber machen? Wie oft kommt das Ganze vor? Wie schwierig ist es, einen Ölwechsel da zum Beispiel zu machen oder einen Luftfilter zu tauschen oder was halt auch alles einfach so anfällt? Und das schauen wir uns an. Eine Sache noch, die ich auch noch mit dazu sagen möchte, einfach so zwecks der Transparenz: Die Werbeeinnahmen von diesem Video, also es kommt ja immer mal wieder Werbung vor einem Video, hinter dem Video und so weiter, auch die Werbeeinnahmen von der Delta Max, die werden komplett gespendet an eine Tierschutzorganisation. Also das ist quasi so ein Altenheim für Tiere. Das verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung, wen das interessiert. Also die Werbeeinnahmen von 2021 und 2022, die jetzt mit diesen Videos quasi geschaffen werden, werden da gespendet, weil es einfach wichtig ist. Wir haben die jetzt zum Testen ausgeliehen bekommen und da möchte ich ein bisschen was dagegen geben sozusagen. Also spenden wir die Einnahmen, also gerne die Werbung anschauen. Also dann macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, gell? Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, das Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, entweder in einem der nächsten Videos oder in dem Erfahrungsbericht, wirklich im Langzeittest mit diesen Geräten, wie man die wirklich dauerhaft einsetzen kann. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Andi. Ciao.